Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary-Video von mir. Es ist ja schon wieder länger her und in diesem Commentary soll es genau darum gehen, warum länger nichts kam. Und zunächst im Hintergrund läuft ein Halo 3 Gameplay von heute, beziehungsweise gestern. Denn ihr seht das Video jetzt erst am Donnerstag, denn da bringe ich es zumindest raus. Und ich habe gestern ein paar richtig geile Videos, richtig geile Games mit Timon aka Matrix gemacht. Also ein Grüße an dich nochmal, waren richtig geile Games, weil wir absolut alle gewonnen haben. Das war echt richtig krank. Das heißt, ich bin jetzt Skill 45 und läuft auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Timon ist jetzt auch Skill, was hat denn der gesagt? Ich glaube 41 war das jetzt oder 40? 41 oder 40, eins von beiden. Also auf jeden Fall richtig krasse Games, die wir da gerissen haben. Und das Gameplay ist auch richtig interessant, Leute. Zieht euch das unbedingt rein. Es ist ein richtig knappes Game. Und gegen richtig starke Gegner. Also einige 50s natürlich dabei. Ich glaube, oder fast alles 50s, keine Ahnung. Und auch am Anfang, falls ihr den Snipe nicht gesehen habt, der Gegner und ich haben uns gleichzeitig gekillt. Also auch richtig krasser Start und so. Aber wie gesagt, genießt das Gameplay und jetzt geht's erstmal so zum eigentlichen Thema. Warum kamen denn die letzten Wochen so wenig Videos auf diesem Kanal hier zum Kommentieren und auch auf meinem zweiten Kanal, Skill4Games, ist auch in der Beschreibung natürlich verlinkt. Und am Ende ist auch noch das neueste Video verlinkt. Ja, warum kam da denn so wenig? Und darauf gehe ich jetzt erstmal ein. Denn ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass ich jetzt Ende des Jahres, um genau zu sein, in einem Monat meine Prüfungen schreibe, meine schriftlichen Prüfungen für die Ausbildung zum Industriekaufmann. Und ich bin logischerweise jetzt echt ziemlich gestresst, also ist einfach verdammt viel, was man lernen muss, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also man schreibt ja in drei Fächern die Prüfung, das heißt GP, SK und WS, Geschäftsprozesse, Steuerung und Kontrolle und Wirtschaft und Soziales. Und ja, man muss einfach wirklich alle Themen komplett von den 2,5 bzw. 3 Jahren einfach komplett können. Alles auswendig können, Kalkulationsschemen, alles. Und ich weiß nicht, das irgendwie stresst einen das total, dass man das alles wissen muss. Und ich bin jetzt eben die ganze Zeit so am Prüfungen durchackern und versuche dann, ja, möglichst viel einfach mir zu merken und so weiter und so fort. Ich werde nicht alles schaffen können, ich werde nicht alles lernen können, das geht nicht. Also kann man sich einfach nicht alles merken. Muss man irgendwie Abstriche machen, zumindest ich. Ich bin eh so eher der faule Mensch, aber gut, trotzdem zurzeit echt viel Stress. Und deswegen kommen einfach wenig Videos. Am Wochenende bin ich auch jeden zweiten Samstag so im Durchschnitt auf einem Prüfungsseminar. Das habe ich bei Facebook auch schon mal geschrieben. Das ist dann auch von morgens bis fast abends. Ich glaube bis 17 Uhr oder 16.30 Uhr, irgendwie sowas. Geht das dann? Also 8 Stunden sind das. Oder 7,5 oder irgendwie sowas. Jedenfalls ist der ganze Samstag dann auch wie im Eimer sozusagen, weil man dieses Prüfungsseminar dann eben hat. Also im Eimer natürlich nicht. Ich habe mich da freiwillig für angemeldet, einfach nur, weil die Prüfung wichtig ist. Aber eben Samstag eben auch keine Zeit, außer abends dann. Aber man hat einfach keine Lust dann mehr für ein Video. Und wenn man keine Lust hat, dann sollte man auch kein Video machen. So einfach ist das. Weil wenn man dann so niedergeschlagen klingt oder irgendwie eigentlich gar keinen Bock hat, dann erzählt man auch eh nur Scheiße. Deswegen kam einfach keins. Und das ist nicht der einzige Grund. Ich muss ja auch arbeiten in der Woche, ganz normal, bis zu den Prüfungen weiter. Hab mir noch ein bisschen Urlaub genommen, damit ich echt komplett die Zeit zum Lernen nutzen kann. Ich muss aber trotzdem teilweise jetzt echt bis 18 oder 19 Uhr arbeiten, weil es einfach richtig viel Stress noch gibt. Und ja, und danach bin ich eben zu Hause um 20 Uhr von mir aus oder 19 Uhr und dann erstmal was essen und danach ist auch einfach kein Bock mehr auf ein Video oder sowas. Dann will man echt nur noch ins Bett fallen, ein bisschen chillen, guckt sich noch ein, zwei YouTube-Videos an oder einen Film zum Beispiel und dann war es das auch für den Tag. Und deswegen kam jetzt einfach echt, ich glaube, 3, 4 Wochen oder so teilweise nichts. Auf dem Hardware-Channel kam ja vor 2, 3 Tagen ein Video und da kommt jetzt auch bald wieder eins. Also ich versuche es echt noch so zwischenzeitlich hier alles aktiv zu halten, ja. Also was heißt aktiv, aber nicht, dass ihr denkt, dass ich dann irgendwie gestorben bin. Spätestens im Januar, wo ich meine mündlichen Prüfungen schreibe, ist eigentlich alles vorbei.
ja, dann ist das Lernen vorbei, dann habe ich die Schulzeit im Grunde überstanden. Ja, und dann ist es auch erstmal gut mit Lernen. Also ich studiere dann erst einmal nicht. Ich werde wahrscheinlich übernommen und kann erstmal ein bisschen weiterarbeiten. Weil echt von Lernen habe ich dann, glaube ich, erstmal die Schnauze voll und das war's dann auch erstmal mit der ganzen Schule. Weil ich bin jetzt wie lange zur Schule gegangen? Also inklusive Ausbildung, wenn man das jetzt Schule nennen kann, ist ja keine 5-Tage-Schule jetzt. Aber insgesamt sind das dann also 13 Jahre Fachabi plus 2,5 Jahre Ausbildung, also 15,5 Jahre Schule, Leute. Zieht euch das mal rein, ey. Gut, 13 Jahre Schule pur und dann eben 2,5 Jahre nur so 2 Tage Schule im Durchschnitt. Aber auf jeden Fall richtig krass. Danach habe ich erstmal nur keine Lust auf Schule. Erstmal ein bisschen was Praktisches machen, arbeiten und sowas. Ja, und deswegen kommt eben wenig und auch Fachaufgabe, Leute. Ich muss eine Fachaufgabe schreiben, nicht schreiben, eine Fachaufgabe lösen, bearbeiten. Für die mündliche Prüfung eine Präsentation muss ich dann halten und das ist eben auch, ja, muss ich irgendwann noch machen. Ich bin noch nicht angefangen und ich habe, ja, bisher einfach keine Zeit gefunden, deswegen, das muss auch noch geschehen. Und zusätzlich dazu habe ich dann eben seit circa 3 Monaten noch eine Freundin und zu allem Übel, sage ich jetzt mal. Nein, es ist natürlich kein Übel, aber es ist auch noch eine Fernbeziehung, also alles nochmal zeitaufwendiger. Man kann sich hier nicht spontan sehen, das ist das Negative, aber trotzdem alles super natürlich. Und deswegen am Wochenende oder jedes zweite Wochenende versuchen wir uns natürlich zu sehen. Und deswegen auch nochmal Zeitverlust und wenig Zeit, die ich natürlich gerne investiere, aber eben für Videos ist sie dann nicht mehr übrig geblieben. Aber wie gesagt, haltet ein bisschen durch. Ich versuche aktiv Videos zu bringen und das war's dann von dem Commentary. Liked es, wenn es euch gefallen hat und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.